Blumen und Kerzen für die Opfer der Duisburger Love Parade. Am späten Samstagnachmittag starben bei der Massenpanik auf der Großveranstaltung 19 Menschen. Mehr als 500 wurden verletzt. Augenzeugenvideos dokumentieren das Drama. Bereits vor der Techno-Party hatte es Warnung vor einer möglichen Katastrophe gegeben. Nun werden die Verantwortlichen der Tragödie gesucht. Nach der Bochumer Entscheidung, als aus Sicherheitsgründen die Stadt Bochum abgelehnt hat, diese Veranstaltung durchzuführen, habe ich im vergangenen Jahr schon gesagt, dass ich Duisburg auch für ungeeignet halte. Eine Großstadt mit enger Wohnbebauung ist für eine solche Veranstaltung nicht gemacht. Berlin zum Beispiel mit breiten Zugangswegen, mit breitem Veranstaltungsort und mit dem Tiergarten als Ausweichort sozusagen, das war geeignet. Duisburg war völlig ungeeignet. Zudem hält es Wendt für wahrscheinlich, dass die Veranstalter und die Stadt Duisburg auf Kosten der Sicherheit bei der Love Parade sparten. Nach Informationen von Spiegel Online belegt ein internes Verwaltungsdokument massive Sicherheitslücken. Der Veranstalter habe nicht die sonst vorgeschriebene Breite der Fluchtwege einhalten müssen. Außerdem war das Gelände für nur 250.000 Menschen zugelassen. Gekommen waren Schätzungen zufolge aber rund 1,4 Millionen Besucher. Ich bin 2006 aus der Love Parade ausgestiegen, weil ich halt gesehen habe, es wird nur Geld verdient, es ist ein Steuersparmodell. Ich habe damit damals schon abgeschlossen und ich finde es sehr traurig zu sehen, was daraus geworden ist. Und dass es dann mit so einer Tragödie abschließt, das ist mehr als schade. Stadt und Veranstalter verteidigten unterdessen ihr Sicherheitskonzept. Duisburg will zudem eine Trauerfeier für die 19 Todesopfer ausrichten. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet und alle Planungsunterlagen der Stadt beschlagnahmt.